Ich stelle dir eine Frage. Warum hat man bei einer Überlebenssituation draußen in der Natur, wenn es kalt ist und man unbedingt ein Feuer braucht, also eine Survival-Situation, eine Frau dabei? Ha, warum denn? Die haben meistens die zwei Dinge mit dabei. Nicht immer, aber doch. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Das hier ist ein komprimierter Survival-Zunder. Komprimierter Survival-Zunder in wasserdichter Polymerverpackung. Gegen gleich öffnen und die wasserdichte Polymerverpackung abziehen. Bitte nicht am Waldboden hinwerfen, besonders nicht im Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Warum? Verrottet so schwer. Dann, man nehme die Zündschnur. Und diese Zündschnur ist sehr wichtig. Du glaubst mir das nicht? Wirklich. Wenn du nämlich hergehst und glaubst, dass du diesen komprimierten Survival-Zunder, ich sage ja komprimierten Survival-Zunder, in dieser Art und Weise anzünden können willst, irgendwie so, dann kann ich dir sagen, dass das nicht funktioniert. Wenn du jetzt glaubst, dass du die Zündschnur zum Anzünden benutzen kannst, so wie Dynamitstange, kann ich dir auch sagen, das funktioniert auch nicht. Billige Eigenwerbung, das ist ein Eigenprodukt von uns. Egal, zurück zum Thema. Die Zündschnur wird im Uhrzeigersinn nach außen gedreht, um den, das ist nämlich keine Zündschnur, sondern eine Dekompressionsschnur. Die Dekompressionsschnur wird im Uhrzeigersinn, nicht gegen den Uhrzeigersinn, immer im Uhrzeigersinn benutzt, Uhrzeigersinn, um den Survival-Zunder zu dekomprimieren. Nun ist abhängig von der Wichtigkeit und Dringlichkeit hier die äußere Haut aus diesem Survival-Zunder, siehst du, das kann man da so rausziehen, das kann man hernehmen und weggeben. Und ja, das ist ein so komischer, ich weiß nicht, wofür die das einbauen. Ich weiß das wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum die das einbauen. Auf jeden Fall macht man das dann auf und dekomprimiert diesen Zunder und gut ist. Und der lässt sich jetzt mit Feuerstahl, Feuerzeug, Streichholz, vielleicht sogar mit einer Brennlupe, wenn man das richtig angeht. Brennlupe, damit ich es herzeigen kann. Billige Eigenwerbung kriegst du natürlich alles bei uns im Shop. Sowieso billige Eigenwerbung hier, ja? Klar. Auf jeden Fall machbar, da kann man das anzünden auf unterschiedlichste Variationen. Ja, wurscht so. Und jetzt ist es so, dass das eine Geheimnis gelüftet ist, warum eine Frau mit dabei hat. Aber die zweite ist, sie haben meistens nicht alle. Wenn du eine Frau bist, schreib mal einen Kommentar, ob du diese zwei Dinge dabei hast, in der einen oder anderen Form. Und zwar solche Lippenstifte, entweder mit Signalfarbe, also rot und so weiter, also Signalfarbe, so, oder damit einfach die spröde Haut nicht spröde wird. Ja, genau. Und dann geht man auch noch her, wenn es wirklich wichtig ist. Wenn man sagt, es ist windig, es ist draußen kalt und feucht, nimmt man ein Stück von diesem Labello. Das kann, wie gesagt, Labello, das ist eine Handelsmarke, die bezahlen mich nicht, wirklich nicht. Ja, und gibt so ein kleines Stückerl von dem da hinein. Kannst auch mehr reingeben, wenn du willst, aber lassen wir das jetzt mal. Auch das Signal funktioniert übrigens. So, dann haben wir das hier, wird eingebaut. Und dann hast du deinen Survival-Zunder fertig. Und du hast einen Zunder, nämlich die Watte, den Tampon, den du aufgemacht hast. Der soll eine erste Flamme abgeben. Und der soll auch genug Flamme hergeben, um den Brandverstärker, nämlich die Vaseline, das ist irgendein fetter Erdölprodukt, ja, auch wenn es ein richtiger Lippenstift ist, also ein roter Lippenstift, dann ist der dazu da, um das zum Brennen zu bringen. Es ist noch wichtig, wenn du kein Labello mit dabei hast, sondern nur den hier, dann ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wenn du in einem Fichtenwald unterwegs bist oder sonst in einem Wald mit vielen Nadelbäumen, Douglasie zum Beispiel gibt auch sehr viele Harz ab, dass du dir da Harz holst und damit das Harz anzünden willst. Denn Harz kann man natürlich auch mit Feuerzeug anzünden, aber es ist einfacher, wenn man gleich einen Zunder mit dabei hat. Wirklich. Ah, übrigens, wenn du solche Dinge lernen willst, kommst du entweder zu einem Kurs oder du wirst selbst ein Survival Coach, Survival Trainer. Da gibt es Ausbildungen bei mir. Schau dir das auch an, aber legen wir los. Zündquelle kannst du nehmen, was du willst. Entweder hier einen Feuerstahl, das ist natürlich unserer aus der Rossmann-Werkstatt. Oder jetzt hier habe ich so Sturmzünder mit Dominator, die habe ich am Kaufberatungskanal vorgestellt. Oder, wenn du magst, natürlich auch das gute alte Feuerzeug. Ich habe hier ein Clipper-Feuerzeug. Das ist eine Halterung, die wir mit unserer Minica 4 EDC-Lampe haben. Du kannst das entweder am Schlüsselbund hängen oder umhängen oder in der Tasche sichern. Also auch das zum Everyday Carry. Gut, wie auch immer wir das heute machen, wie soll man es machen? Natürlich mache ich das mit dem guten alten Feuerstahl. Sagen wir mal. Ja, so einfach ist es jetzt doch nicht gegangen, aber jetzt. Und jetzt brennt das Ganze wunderbar. Wie du siehst, ich lege die Sachen irgendwie weg, weißt du, wegen Feuer und Sicherheit und so. Und jetzt brennt mal die wunderbare Watte-Vaseline-Kombination.
Und die Flamme entzündet mir jetzt dann auch ja, den Labello. Ach, ich sage immer Labello, den Lippenbalsam, Vaselin, Erdöl, irgendwas Zeugs. Du kannst natürlich auch Vaseline hernehmen, ja, das ist ganz klar. Und es gibt viele andere selbstgemachte brennbare Zunder, die man mit Wachs zum Beispiel etwas einlegt, Wattepads oder ähnliches. Mir ist das alles bewusst, aber ich wollte einfach einmal das hier zeigen. Ja? Und schreib mir aber gerne einen Kommentar, was du noch an Zunder hast, den man nicht draußen findet, sondern mitnehmen kann von daheim. Und jetzt wäre eigentlich der Tampon schon längst abgebrannt. Aber es brennt noch immer wegen der Vaseline, die schmilzt dann auch und macht da richtig schöne Flamme. Und jetzt sage ich dir was. Wenn ich das jetzt vergleiche mit so vielen Zunder-Versionen, die man zu kaufen kriegt, habe ich auch am Kaufberatungskanal. Schau dort einmal vorbei. Ich gebe da auf jeden Fall den Link. Ja. Da stelle ich ganz viel Ausrüstung vor. Und da habe ich jetzt vor kurzem dieses Ding hier vorgestellt. Ja. Das sind so spezielle gekaufte Quick-Survival-Tinder, die man braucht, made in USA. Und natürlich sind die cool, aber das ist genauso cool. Und da ist halt die Frage, was irgendwie so klatter ist, wie lange das brennt. Und ich sage bei meinen Kursen immer, wer es mit dem jetzt nicht hinkriegt, das Feuer, bei dem ist es Evolution. Sickerwitz. Ja, gib zu, Sickerwitz. Nein, aber ernsthaft, das brennt super. Und das ist gerade dann, wenn es kalt ist, wenn es nass ist, eine sehr, sehr gute Variante. Beim Nass muss man natürlich aufpassen, dass hier jetzt zuvor in diese Watte und in, nicht, weil es ist im Endeffekt Watte, der Tampon, keine Feuchtigkeit reinkommt, weil sonst lässt sich der nicht mehr entzünden. Aber insgesamt muss ich da halt schon sagen, das ist schon eine Welt. Hä? Schau, wie lange das brennt. Und mit dem hast du viele Probleme, auch bei schlechten Bedingungen, einfach wunderbar im Griff. Was soll ich jetzt noch sagen? Hör auf zum Brennen, ich möchte nicht den Mund halten und mich wieder hinsetzen. Ach, sowas. Total nervig, es brennt noch immer. Wenn du es nicht glaubst, es brennt noch immer. Aber irgendwie mag ich jetzt nicht mehr drüber reden. Ist eine nette Technik. Jetzt weißt du, warum er eine Frau mit dabei hat. Nein, dürfen auch Männer haben. Deswegen, ich habe meine eigenen Tampons. Ich brauche von niemandem welche. Ich gebe dir den Link zu all unseren Produkten. Wenn du da Ausbildung bei mir machen willst, gebe ich dir natürlich auch den Link. Und denk dran, Feuer machen ist eine Kernkompetenz des Menschen.